Willkommen zu unserem kleinen Video über Emetabib, das Einstiegsprodukt für Permanentmonitoring, für Schädlingsbekämpfung und Schädlingsprävention mit Schlagfallen. Wie ihr wisst, werden Gifte immer und immer mehr verboten. Daher kommen viel mehr Fallen zum Einsatz. Der Nachteil bei Fallen ist natürlich, dass man sie täglich überwachen muss, wegen des Tierschutzgesetzes. Dafür gibt es digitale Sensoren, die häufig sehr teuer sein können. Emetabib ist ein Einstiegsobjekt, was den Preis angeht. Es ist ein tolles Produkt, weil man es leicht und einfach einführen kann. Stellt euch einfach nur mal vor, ihr habt einen kleinen Supermarkt und da stehen 20 Fallen drin. Dann ist es ein extremer Aufwand, wenn ihr die Fallen jeden Tag kontrollieren müsst. Zum Beispiel, wenn eine hinter so einem großen Regal steht, eine steht hinten im Lager und eine da unten drunter unter der Wurstwarentheke, dann ist es extrem viel Aufwand. Und Emetabib, wie der Name schon heißt, Beep, der macht Geräusche. Der piept einfach, wenn eine Falle ausgelöst hat. Ich demonstriere euch das einmal. Das ist eine kleine Box im Endeffekt mit einer Batterie da drin, die bis zu 6 Jahren hält. Einen Knopf gibt es nur, den drücke ich 2 Sekunden lang. Dann ist er an. Der Schocksensor, der da drin ist, Schock wie Vibration, ne, der ist eingestellt für Ratten- und Mausefallen. Ich demonstriere das einmal, indem ich ihn auf den Tisch haue. Jetzt piept der Sensor und zwar 3-mal. Und das alle 30 Sekunden, so lange, bis jemand zum Sensor hingeht und ihn ausstellt. Das ist extrem praktisch, weil man zum Beispiel wieder den Supermarkt heranzieht als Beispiel. Morgens oder abends, nachdem es ein bisschen ruhiger wird im Supermarkt, hört man es da hinten nochmal piepen. Oder zum Beispiel in der Garage oder auf dem Dachboden und kann sich um die Falle kümmern und muss die gar nicht kontrollieren, sondern man wird daran automatisch akustisch erinnern. Jetzt nochmal klicken und jetzt ist er aus und reagiert nicht mehr. Das ist extrem einfach, so wie es sein muss. Einfacher geht es nicht im permanenten Monitoring. Ist eine tolle Einstiegsoption, die sich schon weltweit super verkauft hat. Und das Tolle ist, weil er so klein ist, passt er auch in alle möglichen verschiedenen Fallen, Boxen und Stationen, wie die Runbox-Modelle, die Speedbreak-Modelle, die Snapbox- oder AF-Modelle. Überall, wo ihr ihn reinbekommt, dort funktioniert er auch und ist perfekt für die Fallen eingestellt. Damit ist er extrem praktisch und ihr könnt ihn für jegliche Situation benutzen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Produkt habt, zu Emetabib im Generellen, dann meldet euch gerne bei uns. Ansonsten hoffen wir, dass euch das Video gut gefallen hat und wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch viel Spaß mit Emetabib.